Well, hello and welcome back to the production diary of Play More Go. On day two, we shot in the University of Cologne, which was a great place to be because we had this huge space to film in. Our student, Michel Akuvi-Müller, who you met last time on the production diary, had this little scene where she's attending a lecture about, I think it was math, and because I'm not that good at math, so it could have been anything. And she doesn't pay attention quite as well as she could be because she's focused on the Go game in the evening. And it was great because some family members showed up and Go fans, and we had quite some extras there. And also, of course, we packed our crew into that so we could fill the room properly. Hallo ihr Lieben, ich bin Michelle Okobi-Müller und ich spiele beim Go-Projekt die Rolle der Studentin. Heute haben wir auch in meinem natürlichen Umfeld die Rolle gespielt, und zwar hier in einem wunderbaren Hörsaal. Und heute hatte ich nicht so viel zu tun wie gestern, heute am Drehtag 2. Aber natürlich mit den Leuten macht es immer Spaß, man kommt hier an und hat sofort ein Lächeln auf dem Gesicht. Und war cool und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf morgen. And Achim Büchner, who plays the professor, you'll meet him in the third spot as well as in the main spot. He prepared a lecture because I told him to, and he did a great job. He should have been a teacher, really. He had our attention. He was better than some of my teachers in my time at school. Hallo, ich bin Achim Büchner. Ich spiele den Professor, und es macht sehr viel Spaß. Also was wir jetzt hier haben, ist die ökologische Amplitude eines Go-Spiels. Wir haben hier das Minimum, wo die Existenz des Go-Spiels quasi einsetzt. Dann haben wir das Pessimo bis zum gestrichelten Linie. Das zeigt an, wo das Überleben dieser Art Go-Spiel gewährleistet ist, aber die Fortpflanzung oder die Weiterverbreitung des Go-Spiels nicht gewährleistet ist. Das nennt sich Pessimum. Ich habe mit Lars schon vorher gearbeitet. Ich habe eine Nase! Ich habe eine Nase! Ja, diesmal war es meine Aufgabe, einen Vortrag zu halten vor verschiedenen Studenten, und die Lebenswege begegnen sich dann immer wieder im Laufe der Geschichte. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es ist eine sehr nette Truppe, die das Ganze hier organisiert, und es ist sehr gut organisiert, und deswegen freue ich mich sehr auf das Endergebnis. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. We filmed at Nicole's mom's house here, which was very nice of her. Thank you, Nicole's mom. And we built the rain machine there, and we weren't able to transport that thing because it's a big heavy wooden frame with a couple of tubes in the middle, and we weren't able to transport that anywhere else, so we had to film it there. First we filmed other scenes for the main campaign spot, which will consist of the three separate stories as well as some additional material. And this scene is the professor picking up his girl to drive her to the main Go event hangout thingy at the end of the fourth and main spot. Demet Faye is another regular to return to my cast. I've worked with her before several times, and I just want her back every time because she's great. She's a great actress. She can do anything. She looks beautiful. Love her to be around. She's Turkish-German. She speaks very cute Turkish. And she plays the girl in this campaign. She plays this somewhat romantic part. Das war gut! Das war gut! Ja, weil du gelacht hast, das war schön! And this was all, this was all fun and games. Because it was sunny, it was warm, everyone felt good, And they didn't know what was coming. They knew, but they didn't know. Mein Name ist Demet Faye. Ich bin hier Schauspielerin. Ich spiele das Mädchen im Go-Spot. Ich werde heute im Regen spielen müssen. Und mir ist jetzt schon ziemlich kalt, aber das Wetter wird gerade besser. Deswegen hoffe ich, dass das alles nicht so schlimm wird. Also Regenmaschine an, bitte.
bitte. Sehr schön, auf Anfang. Es ist ihm auch in den Ärmel gelaufen. Der blöde Hund. Wir waren den ganzen Tag sehr, sehr gut in der Zeit. Irgendwann haben wir ein bisschen länger gebraucht, weil wir hier unsere Regenmaschine aufgebaut haben. Und ich muss sagen, das Warten und das Arbeiten und die zusätzliche Arbeit haben sich durchaus gelohnt, der zusätzliche Aufwand. Die Szene sieht großartig aus. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein 90er-Jahre-Tom-Cruise-Actionfilm irgendwie. Das ist echt geil. Es hat sich furchtbar angefühlt, es sieht großartig aus. Epische Szenen heute. Bin sehr zufrieden. Go, go, go. Ist das krass. Go, go, Gadgetto, go. Okay, und wir drehen bitte. Go, go, Gadgetto, Sun. Ja.